jetzt das Speicher loslegen. Ja, der Sprecher möchte jetzt vorher noch sagen. So. Du musst das Mikrofon ein wenig näher an den Mund U15 bitte an den Vorstadt kommen. U15 kommt bitte an den Vorstadt. Ja, hallo und herzlich willkommen heute hier in Olsbach zur European Folk Cross Series Gold Event 2018, der sechste Lauf hier in Olsbach. Und wir sind gespannt, wie heute der Renntag ausgeht. Wir wünschen euch allen bei swiss-sport.tv viel Spaß bei der Live-Übertragung und dann geht es auch gleich los hier auf der Rennstrecke mit dem ersten Lauf. Wir haben die U15 auf dem Programm, die fahren noch hier 16er Lauf, ihr Viertelfinale, daraus entsteht das Achtelfinale. Und da sind wir gespannt und gehen auch gleich live auf den Parcours. Ja. Die muss hinter der Ampel sein und muss dann aber trotzdem irgendwie noch da rein. Ja, Ziel dann. Ja. Ja, meine Damen und Herren, liebe Fans hier von der Vorkursserie, kommt alle an die Rennstrecke. Der Rennbeginn steht unmittelbar bevor und verbirgt spannende Rennen. Also es empfiehlt sich, einen guten Startplatz natürlich hier auszusuchen. Das können die Fahrer machen, aber der gute Platz zum Zuschauen, da müssen Sie schon selber suchen. Es gibt viele Möglichkeiten hier. Schauen Sie einfach mal, welche Perspektive Ihnen da am besten gefällt. Ja, wir stehen hier direkt am Start, hier direkt bei Fifil, der Startsponsor hier und natürlich TUI Reisesender Gengenbach, Offenburg und Lahr, der hier
bei uns Unterstützung gibt. Also die beiden Firmen, die hier direkt am Start zu sehen sind, unterstützen den Sport und hierfür ein recht herzliches Dankeschön. Wir kommen zur U15, zur ersten Wertung hier im 16er Viertelfinale mit der 514 Joshua Lehmann am Start, mit der 501 Max Hansen, mit der 507 Noel Harter, mit der 512 Patrick Summ. Und wir sind gespannt, wer diesen Lauf rockt hier. U11 und U13 bitte an den Vorstart kommen. So, jetzt zählt's. Die 507 und 514 sind am besten weggekommen. Also hier in Führung Joshua Lehmann vor Noel Harter. Joshua Lehmann immer noch in Führung hier in der Schwarzwaldsprudelkurve. Jetzt kommen sie über die Buckelpiste, die gerade entgegengefahren. Joshua Lehmann immer noch in Führung. Die ersten zwei qualifizieren sich. Zweiter immer noch Noel Harter. Und wir sind gespannt, wie der Zieleinlauf hier ist. Hier gewinnt Joshua Lehmann und Noel Harter. Die ersten zwei Qualifikanten sind da. So, wir kommen zum nächsten Lauf. 511, Felix Küderle. Die 513 ist am Start, Leonard Hammers. Dann die 502, Lukas Döber. Und die 504, Kevin Kern. Ja, und da sind sie sehr schnell weggekommen. Da wird gekämpft um Platz 1 und 2 und 3. Alle sind ganz eng beieinander hier. Der Parcours wird richtig genützt. In Führung auf jeden Fall Felix wird jetzt hier der Leonard Hermes kann hier diesen Lauf für sich entscheiden vor Felix Küderle. Ja, wir kommen zum nächsten Lauf. Die 503 steht am Start, Samuel Schoger. Mit der 516 ist dabei Fabio Parisi. Mit der 510 dabei Robin Lehmann. Mit der 506 Carlo Jupanki. Ja, und die 503 geht da sofort in Führung, Samuel Schoger. Er nimmt die Buckelpiste locker, geht in die Vielfiel-Kurve, kommt in die Schwarzwaldsprudelkurve rein hier. Hervorragend. Auf dem zweiten Platz ist der Fabio Parisi. Samuel Schoger, Fabio Parisi. Und so ist auch der Einlauf. Samuel Schoger gewinnt hier vor Fabio Parisi. Und wir kommen zum letzten Lauf hier in diesem 16er Viertelfinale. Mit der Nummer 509 ist am Start Yannick Sam. Mit der 515 Leon Schischka. Mit der 508 Nico Kreminger. Und mit der 505 Luca Cavane. Und die 509 innen
geht da gleich in Führung. Yannick Sam in Führung. Und er rockt hier den Parcours in erster Position. Und wir sind da gespannt, wie es da um Platz 2 und 3 aussieht. Da wird noch gekämpft. Aber hier Yannick Sam vor Leon Žižka. Und so ist auch der Zieleinlauf. Yannick Sam gewinnt hier vor Leon Žižka. So, die Qualifikanten sind dann klar. Es wird jetzt eine neue Liste gemacht. Die bekomme ich dann gleich wieder. Und dann steht auch hier das Halbfinale bei der U15 fest. So, dann sind wir hier bei der U11 und da ist am Start mit der 702 Tino Diederle, mit der 709 Ivan Kira, mit der 707 Tim Schaub und mit der 701 Silas Schoga. Und die 702 ist sehr gut weggekommen hier. Tino Diederle. Er ist in Führung. Nehmen die Puckelpiste souverän. Aber jetzt wird es nochmal eng hier. Tino Diederle immer noch in Führung. Und Tim Schaub versucht jetzt an ihn ranzufahren. Die ersten zwei qualifizieren sich. Also hier sind wir gespannt, wer da ins Finale kommt. Unverändert Tino Diederle in Führung. Tino Diederle gewinnt hier vor Tim Schaub. Und wir sind hier schon beim nächsten Halbfinale. Die 704, Fabian Lapp. Mit der 705 am Start, Levin Glausmann. Mit der 708, Livio Hardon. Und mit der 703, Raphael Ungefug. Ja, und die 704 ist schnell weggekommen, Fabian Lapp in Führung. Und er kann seine Führung hier behaupten. So, und sie fahren jetzt auf die Kurve von der Bäckerei Martin von Kremminger zu. Und immer noch in Führung der Fabian vor der 705 Levin Glausmann. Fabian Lapp vor Levin Glausmann. Und so ist auch der Zieleinlauf. Es gewinnt Fabian Lapp vor Levin Glausmann. Nimmst du das gerade? So, und jetzt sind wir bei der U13-Wertung. Und da steht mit der 601 am Start Luca Metzler, mit der 604 Robin Fankhauser, mit der 603 Mattia Markor und mit der 607 Niklas Stahl. Ja, und hier ist in die 601 in Führung gegangen, Luca Metzler in Führung. Ah, yeah. Und da kommen sie in die Vivil-Kurve, Schwarzwaldsprudelkurve, Fahrschule Isemann, die Kurve wird jetzt angefahren. Luca Metzler immer noch in Führung
vor Robin Fankhauser. Luca Metzler, Robin Fankhauser. Das wird aller Voraussicht nach auch der Zieleinlauf sein. So ist es auch. Es gewinnt Luca Metzler vor Robin Fankhauser. Wir kommen zum nächsten Lauf hier mit der 606 dabei. Fabio Santos mit der 602. Julian Gürsch mit der 608 dabei. Moritz Reinhardt und mit der 605 Bastian Danfalt. Ja, und hier geht's richtig zur Sache, da muss er ausgebremst werden. Jawohl, hier wird gekämpft um Platz 1, 2 und 3. Jetzt kann er sich ein bisschen absetzen. Wunderbare Technik. Ja, Fabio Santos in Führung vor Julian Gürsch. Fabio Santos führt vor Julian Gürsch. Fabio Santos kann diesen Entscheid gewinnen. Zweiter Julian Gürsch. So, jetzt bekomme ich dann gleich die Liste noch von den U15-Teilnehmern. So, ich habe die Liste der U15-Teilnehmer. Da ist dabei der Joshua Lehmann, der Felix Küderle, der Leonard Hermes, der Noel Harter. Dann ist dabei der Samuel Schoker, der Yannick Sam, der Leon Schischka und der Fabio Parisi. Ja, und an dieser Stelle kann ich natürlich immer wieder empfehlen, trinken Sie ausreichend, holen Sie Getränke, weil bei diesem Wetter ist es wichtig, damit Sie Ihren Kreislauf in Schwung halten, viel trinken und für den Verein natürlich ein bisschen Unterstützung. Dankeschön. Felix Küderle, bitte sofort an den Vorstart. Hallo Felix, wenn du mich hören kannst. Ich sehe ihn jetzt rauslaufen, jawohl. Er ist unterwegs, hat gerade noch eine Wurst im Mund und wird jetzt gleich am Vorstart erscheinen. Ja,
Und ich sehe die Akteure kommen wieder zum Start. Und wir sind gespannt auf das Halbfinale der U15. Zwei Läufe, jeweils die ersten beiden qualifizieren sich wieder ins große Finale. So, und ich schaue zum Start hin und sehe, dass mit der 514 Joshua Lehmann am Start steht. Mit der 511 Felix Küderle. Mit der 513 Leonard Hermes. Mit der 507 Noel Hader. Masters bitte an den Vorstand. Die Masters-Teilnehmer bitte an den Vorstand. Ja, und jetzt ist es außen die 507, aber innen, es gibt einen Sturz von Felix. Da wird gekämpft um Platz 1 und 2. Jetzt rutscht der zweite Platz ab. Joshua Lehmann hier ganz klar souverän in Führung. Um Platz 2 wird gekämpft. Im Moment die 513 Leonard Hermes auf Platz 2. Und Leonard Hermes kann das Ganze auch ins Ziel steuern. Also Platz 1 Joshua Lehmann und Leonard Hermes kann es für sich entscheiden. Super. Die 503 ist am Start. Samuel Schoker. Die 509 Yannick Sam. Die 515 Leon Schischka. Und die 516 Fabio Parisi. Und Ihnen, Fabio, Samuel Schoker in Führung gegangen. Ja, der Samuel, der fährt schon einen heißen Reifen vom Start weg, sucht er sich eine gute Linie und dann zieht er durch. Das ist schwer ranzufahren. Auf Platz 2 hier Yannick Sam. Unverändert jetzt auf der letzten Bahn. Samuel Schoker kann den Entscheid für sich entscheiden und zweiter wird hier Yannick Sam. So, dann kommen wir zur U17 Hobbyklasse. Die beiden Kategorien zusammen hier mit der 407 Eddie Marso. Dann mit der 201 Franz Schneider am Start, mit der 202 Nils May und mit der 402 Dennis Gürsch. Ja, und die 407 gibt wieder Gas hier. Eddie Marso kann außen Schwung mitnehmen. Und ist souverän in Führung gegangen. Hier kommt er zurück auf der Buckelpiste. Immer noch in Führung. Eddie Marso vor der 202 Nils May. Eddie Marso jetzt in der letzten Kurve, bevor es hier in die Zielgeraden geht. Jawohl. Eddie Marso gewinnt hier vor Nils May. So, weiter geht es hier mit der 405 am Start, Fabian von Almen. Mit der 408, Finn Schaut. Mit der 406, Michael Duck. Und mit der 403, Felix Bub. Ja, und hier gibt es ganz eng zu. Da wird richtig Pace gemacht. Da wird Schwung geholt in die Kurve rein. Viel, viel Schwarzwaldsprudel. Und zurück wieder über die Buckelpiste. Die 405 vor der 406. Fabian von Almen in Führung vor Michael Duck.
Beide fahren die Pro-Line, so ist da der Zieleinlauf. Hier, genau so ist es hier. Moment, jetzt sind wir weiter. So, wir kommen zur Masters-Wertung. Der erste Halbfinallauf hier mit der 302 Andreas Gürsch, mit der 303 Andy Steinert, mit der 306 Pascal Duck am Start und mit der 308 Henning Hermes. Ja, und die 302 Andreas Gürsch geht hier gleich in Führung. Könnt ihr gerade ein bisschen weiter runterstehen, bitte? Ja, Andreas Gürsch, souverän hier in Führung, um Platz 2 und 3 wird gekämpft. Andy Steinert auf 2 im Moment. Andreas Gürsch vor Andy Steinert. Und hier die letzte Spur, bevor es ins Ziel geht. Andreas Gürsch gewinnt hier vor Andy Steinert. So, weiter geht es hier am Start mit der 304 André Kern, mit der 301 Samuel Weber, mit der 309 Daniel Sarkan, mit der 307 Marco Willmann. Und die 301 geht hier gleich in Führung, Samuel Weber. Ja, und da setzt sich 1 und 2 schon gut ab. Samuel Weber in Führung vor André Kern. André Kern muss jetzt aufpassen, dass er nicht noch überholt wird. Er wird bedrängt hier von Daniel Sarkan. Aber in Führung Samuel Weber gewinnt hier. Ja, zweiter geworden ist hier die 304 André Kern. So, wir kommen zur Elite hier am heutigen Tag in Ohlsbach. Mit der 9 am Start Simon Waldburger, mit der 7 Samuel Willmann, mit der 10 Paul Biermeier, mit der 6 André Graf. Ja, und die 9 ist hier ganz schnell weggekommen. Simon Waldburger in Führung gegangen. So wie man ihn kennt. Souverän nimmt er hier die Hürden im Sprung. Das macht Spaß zuzuschauen hier. Simon Waldburger in Führung vor Samuel Willmann. Ja, und der Simon fährt hier eine heiße Spur. Jetzt muss er schauen, dass er das auch ins Ziel bekommt. Da kann er sich nur noch selber schlagen. Jawohl, Simon Waldburger gewinnt hier vor Samuel Willmann. So, wir kommen zur nächsten Begegnung. Hier ist mit der 1 dabei Ingo Kaufmann, mit der 21 Marvin Schaub, mit der 8 dabei Ingo Scheck und mit der 4 Lars Evers. Ja, und da ist es richtig eng. Und hier, Marvin ist in Führung. Marvin Schaub in Führung hier auf seinem Heimparcours. Und auf 2 hier Lars Evers, der deutsche Meister, auf 3. Kann er noch den zweiten Platz schaffen? Ingo Kaufmann greift nochmal an hier. Aber hier, alle fahren die Pro-Line, so ist der Einlauf. Marvin Schaub gewinnt hier vor Lars Evers.
Alle Finale ist das hin hier. Bis auf Elite, die kommen dann. Okay, jetzt kommen noch die Mädels, oder? Nee. Die Ladies. Die Ladies, aber nur Finale. Ah, okay. Jetzt schauen wir. Ja. Alle Finale, bis auf Elite. Und was ist jetzt? Geil. Super. Ja, U11 bitte an den Vorstart kommen. U11, kommt bitte an den Vorstart. Raphael Ungefug, bitte an den Vorstart kommen. Raphael Ungefug, komm bitte an den Vorstart. Elite-Klasse. Ah ja, danke. Die kommen noch vor der Ladies, oder? So, einmal rufe ich dich noch aus. Raphael Ungefug, bitte zum Vorstart kommen. Wenn du jetzt nicht kommst, bist du leider raus. Also schau mal, Raphael Ungefug, komm bitte zum Vorstart. Thank you.
Also, kurzer Sachverhalt. Der Raphael Ungefug hat gedacht, er ist nicht mehr dabei. Die Oma hat die Projektoren schon mitgenommen. Wenn jemand ihm die Projektoren ausleihen könnte, könnte er vielleicht noch an den Start gehen. Aber ob es noch reicht rechtzeitig, weiß ich nicht. Nee, ich sehe gerade, der Stadtmarschall oder der Verantwortliche sagt ab, Raphael Ungefug, weil er zu spät ist, ist aus dem Rennen raus. Tut mir echt leid, aber so kann es manchmal auch gehen. So, dann konzentrieren wir uns wieder hier am Start von TUI Reisesender Gengebach Offenburg-Lahr und Fifil Offenburg auf die nächsten Begegnungen. Wir fangen wieder mit der U11 an und da mit dem kleinen Finale. Und für das kleine Finale haben sich qualifiziert die 709 Ivan Kira, die 708 Livio Radon. Der Raphael Ungefug ist ausgeschieden, also aus dem Rennen raus. Die 701 ist dabei Silas Shoga. Ja, und die 708 nimmt da schon Fahrt auf. Livio Radon in Führung. U15 und U17 bitte an den Vorstart kommen. U15, U17 bitte an den Vorstart kommen. Ja, und der Livio führt immer noch hier das Rennen an, gefolgt von Ivan Kira. Jetzt muss er schauen, dass Ivan Kira nicht dran durchfährt. Das wird nochmal spannend hier. Aber in Führung Livio Radon. Der lässt sich jetzt diesen Sieg auch nicht mehr nehmen. Livio Radon gewinnt hier das kleine Finale in Duell 11. Vor Ivan Kira. So, wir kommen zum großen Finale in der U11-Wertung. Und da ist mit dabei am Start die 702 Tino Dieterle, die 704 Fabian Lapp, die 705 Levin Glausmann, die 707 Tim Schaub. Ja, und jetzt sind wir hier gespannt, wer hier das Rennen macht. Sie können sie ruhig mal ein bisschen anfeuern hier an der Strecke. Geben Sie mal ein bisschen Gas als Zuschauer. So, jetzt kommen Sie zurück über die Buckelpiste. Fabian Lapp in Führung. Vor der 2 Tino Dieterle. Fabian Lapp kommt jetzt in die letzte Kurve vor der Zielgeraden. Und Fabian Lapp kann hier die Wertung für sich entscheiden vor Tino Dieterle. So, weiter geht es hier mit dem kleinen Finale in der U13-Wertung. Mit der 603 steht hier am Start Mattia Markor. Mit der 608 dabei Moritz Reinhardt, mit der 605 Bastian Danfalt und mit der 607 Niklas Stahl. Ja, und hier geht es richtig zur Sache. Erste Buckelkombination, gut genommen, jawohl, super. Jetzt geht es in die Kurve rein, Buckelkombination aus der Kurve raus, auf die Buckelgerade entgegen. Und die 605 Bastian Danfalt immer noch in Führung vor der 607 Niklas Stahl. Und so ist es immer noch, Bastian Danfalt immer noch in Führung.
Bastian Dannenfeldt gewinnt hier das kleine Finale. Und Niklas Stahl ist jetzt Zweiter geworden. So, wir kommen zum großen Finale in Duo 13 Wertung. Die 601 Luca Metzler, die 606 Fabio Santos, die 602 Julian Gürsch und die 604 Robin Fankhauser stehen am Start. Masters und Ladies, bitte an den Vorstart. Ja, und hier geht es richtig los hier. Mann, da wird gefightet. Platz 1, Platz 2 ist überhaupt noch nicht sicher hier. Wer da das Rennen macht, ist noch offen. Oh, jetzt gibt es einen Sturz auf 2 und er bleibt auch liegen. Luca Metzler führt hier vor Julian Gürsch. Luca Metzler immer noch in Führung vor Julian Gürsch. Luca Metzler gewinnt hier vor Julian Gürsch. Jetzt ist auf der Bahn erstmal Versorgung angesagt. Ist natürlich weniger schön, wenn das passiert, und wir hoffen auch, dass da nicht allzu viel passiert ist. Ja, genau, hat Applaus verdient an dieser Stelle und wir wünschen ihm gute Genesung. Dann schaue ich hier an den Start. Ich weiß nicht, warten wir kurz noch? Warte mir, bis der wieder zurück ist, der Sanitätsmann, oder? Wenn
jetzt was passiert und die sind im Auto beschäftigt. Meine Damen und Herren, die Sicherheit geht vor und bevor der Sanitätsmann natürlich nicht parat ist, können wir auch nicht fortfahren, aber jetzt gebe ich Ihnen wieder die Empfehlung, holen Sie sich was zu trinken, nützen Sie die Pause, es ist nicht weit und vielleicht auch ein bisschen was auf die Hand zum Essen. Die Möglichkeiten gibt es jetzt, ohne dass Sie etwas verpassen. Saftige Steaks, leckere Ofenkartoffeln, Flammenkuchen und alles, was es sonst noch gibt, steht bereit. Eis gibt es natürlich auch direkt hier. Kann man sich auch ein Eis kaufen. Auch das ist bei diesem Wetter immer zu empfehlen. Das kühlt ein bisschen und schmeckt natürlich sehr lecker. Von Marlet. Ich gehe mal bis auf die Seite. Ja, an dieser Stelle wünschen wir den Fabio Santos alles Gute, gute Genesung und vielleicht haben Sie mal einen Applaus für Fabio Santos. So, ich sehe, die Sanitäter sind wieder parat. Und der Start kann erfolgen, deswegen jetzt das kleine Finale am Start dabei hier. Die 515 Leon Schischka, die 511 dabei Felix Küderle und die 516 Fabio Parisi kann natürlich hier dabei sein. Auf geht's! Ja, und da geht es richtig zur Sache. Felix kennt ja die Heimbahn, jetzt muss er bremsen. Ah, da sind wir gespannt hier, wie das Ganze hier ausgeht. Da sind sie noch richtig eng beieinander. Die 515, gut dabei Leon Schischka. Felix ist Zweiter, versucht jetzt noch durchzukommen. Leon Schischka immer noch in Führung. Leon Schischka. Und das war knapp. Da traue ich mich jetzt gar nicht zu sagen, wer da gewonnen hat. 515 hat gewonnen Leon Schischka vor Felix Küderle. So, wir kommen zum großen Finale in der U15-Wertung. Hier dabei mit der 514 Joshua Lehmann. Mit der 503 Samuel Schoger. Mit der 509 Yannick Sam und mit der 513 Leonard Hermes. Jetzt treffen sie aufeinander, wir sind gespannt. Ja, und Samuel Schoger nimmt da schon wieder Fahrt auf, geht in Führung. Die 503 in Führung. Sensationell, wie sie da um Platz 2 kämpfen noch.
Der Samuel hat sich schon ein bisschen Abstand rausgefahren. Yannick Sam auf 2. Samuel 1. Yannick Sam auf 2. Und so sieht es auch auf der Zielgeraden aus. Jawohl, und der Samuel Schoger gewinnt hier. Und die 5.14 Joshua Lehmann konnte noch mit einem Sprung auf Platz 2 fahren. Sensationelle Überholmanöver sind also noch möglich, auch auf der Zielgeraden. Wir sind bei der U17 in der Hobbywertung noch mit dabei. Hier das kleine Finale mit der 408. Finn Schaut mit der 201. Franz Schneider mit der 403. Felix Bupp und mit der 402. Dennis Gürsch. Und los geht's hier. Die 408. Finn Schaut in Führung. Und er gibt hier mächtig Gas. Aber jetzt muss er aufpassen. Er wird von außen attackiert. Ein wenig zu hoch der Sprung. Deswegen konnte er nicht den Schwung mitnehmen. Aber immer noch in Führung Finn Schaut vor Felix Bupp. Finn Schaut muss hier richtig Gas geben. Finn Schaut immer noch in Führung vor Felix Bupp. Finn Schaut gibt Gas. Und Felix Bupp nimmt den kürzeren Weg, gewinnt hier vor Finn Schaut. Also der Felix hat da noch eine gute Linie genommen. So, wir kommen zum großen Finale in der U17 und Strich-Hobby-Wertung hier. Dann mit der 407 kündige ich an Eddie Marso. Mit der 405 Fabian van Almen. Mit der 202 Nils May. Mit der 406 dabei Michael Duck. Und kann Eddie das wieder behaupten? Jawohl, Eddie Marson wieder in Führung. Eddie Marso in Führung. Aber hier wird er attackiert. Kann er die Führung behaupten? Jetzt wird es richtig spannend. Eddie Marso in Führung. Und Fabian von Almen bedrängt ihn jetzt. Möchte natürlich da noch was reißen. Mal schauen, was die für Linien wählen. Beide die Pro-Line und so ist auch der Einlauf. Es gewinnt Eddie Marso vor Fabian von Almen. Und wir schauen wieder hier zum Start. TUI Reisesender Gengenbach, Offenburg, Lara und Fifil. Und sehen da das kleine Finale in der Masters-Wertung. Die 306 ist hier am Start, Pascal Duck. Die 309, Daniel Sakan. Die 307, Marco Willmann. Und die 308, Henning Hermes. Und der Start ist erfolgt. Die 306 gibt hier Gas. Hier. Pascal Duck in Führung. Und hier um Platz 2 ist es eng. Pascal Duck muss schauen, dass er da eine Linie behaltet, wo die Konkurrenten nicht ranfahren können. Aber jetzt kommt ein Strudel und kommt aus der Bahn raus. Dann ist in Führung jetzt die 309, Daniel Zakan. Vor der 307, Marco Willmann. Daniel Zakan gewinnt hier auch diesen Lauf vor der 307 Marco Willmann. So, und hier kommen wir zum großen Finale in der Masters-Wertung. Mit der 302 hat sich qualifiziert dafür Andreas Gürsch, mit der 304 dabei André Kern, mit der 301 Samuel Weber und mit der 303 Andy Steinhardt.
Ja, und die 302 gibt schon wieder Gas, aber jetzt hat er sich verzockt mit der Linie. Dieses Mal hat es nicht ganz so geklappt. Wir sind gespannt hier. Sie kommen in die Schwarzwaldsprudelkurve, jetzt auf die Buckelpiste gegengerade. Und da geht es richtig. Samuel Weber hier in Führung. Samuel Weber vor André Kern. Samuel Weber auch in der letzten Kurve in Führung. Samuel Weber auf der Zielgerade in Führung. Und er gewinnt hier diesen Lauf. Samuel Weber gewinnt. Ist zweiter war, oder? 302. Ja, 304, der André Kern ist hier noch zweiter geworden. So. Meine Damen und Herren, jetzt freuen Sie sich auf unsere Ladies, die Amazonen hier auf dem Bike. Die Wertung wird hier gefahren im großen Finale der Ladies mit der 102 dabei. Nina von Almen mit der 101, Laura Kern mit der 103 dabei. Magdalena Scholz. Und Nina von Almen gibt schon wieder Gas und ist souverän in Führung gegangen vor der Laura Kern. Wahnsinn, was die Nina da vorlegt. Sensationell. Und sie fährt es schön durch. Der Parcours hat sie im Griff. Jetzt auf der gegengeraden Buckelpiste. Toll gefahren. Auch die Laura kommt da auf Platz 2 immer noch ganz gut durch. Aber hier Nina von Almen, souverän in Führung. Und wenn sie sich jetzt selber nichts antut, gewinnt sie auch das Finale der Ladies. Jawohl, herzlichen Glückwunsch. Und zweiter wird hier Laura Kern. Und dritter die 103 Magdalena Scholz. Jetzt habe ich nichts mehr. 102, 101. Meine Damen und Herren, wir kommen zum Höhepunkt des heutigen Tages, die Elite-Wertung, und jetzt erstmal zum kleinen Finale. Mit der 1 hat sich da qualifiziert Ingo Kaufmann, mit der 10 dabei Paul Bielmeier, mit der 8 Ingo Scheck und mit der 6 André Graf. Ja, und ganz gut weggekommen ist der deutsche Meister mit der Startnummer 1, Ingo Kaufmann. Er führt hier die Elite an. Aber da ist es richtig eng. Da ist noch nichts entschieden. Ingo Kaufmann hier vor Ingo Scheck. Ingo gegen Ingo, wer gewinnt? So, und wir sehen, Ingo Kaufmann, der deutsche Meister, kann diesen Entscheid für sich verbuchen vor Ingo Scheck. Meine Damen und Herren, jetzt wird es richtig spannend. Hier bei European Four Cross hier in Olsbach steht das große Finale in der Eliteklasse an. Und hier ist dabei mit der 9 Simon Waldburger. Mit der 21 Marvin Schaub, unser Lokalmatador. Mit der 7 dabei Samuel Willmann. Und mit der 4 Lars Evers. Ja, Marvin ist gut weggekommen, aber Ihnen die 9 Simon Waldburger in Führung. Simon Waldburger führt das große Finale an. Jetzt in der Schwarzwaldsprudelkurve. Er kommt hier. Kann Marvin noch auf 2 vorfahren? Im Moment ist er auf 1. Kann er noch eine Linie finden hier? Also auf 1 auf jeden Fall Simon Waldburger. Vor der Simon Samuel Willmann. Und Marvin Schaub auf 3. Und so ist auch der Zieleinlauf. Sensationell. Was war das für ein Renntag? Richtig klasse. Meine Damen und Herren,
Es gibt gleich die Siegerehrung im Ziel unten. Wir werden uns alle darunter bewegen. Wenn Sie dabei sein wollen, können Sie gerne dazukommen. Die Siegerehrung der U-Klassen und Masterklasse und natürlich der Ladies wird dann nachher hier im Innenfeld sein. Wir gehen direkt jetzt zur Ziellinie. Geschmied. Nein, noch nicht erst. Ja, meine Damen und Herren, liebe Fans am heutigen Tag, wir kommen jetzt zur Siegerehrung. Die Siegerehrung in der Eliteklasse, in der European Four Cross Series, in der Goldwertung hier in Ulsbach 2018. Und hier hat den dritten Platz belegt unser Lokalmatador Marvin Schaub. Und da kommt der Marvin, er freut sich. Marvin, herzlichen Glückwunsch. Du bist hier auf deinem Heimparcours Dritter geworden. Gleich gibt es natürlich auch das Präsent. Wie ist es für dich, der Gold-Event hier in Ulsbach und Dritter zu werden auf der Heimbahn? Ja, letztes Jahr wurde ich ja auch schon Dritter. Habe jetzt heute gehofft, dass es vielleicht besser wird, aber im Finale war dann doch ein bisschen eng und dann musste ich in der ersten Kurve abbremsen. Wurde am Schluss nochmal knapp, aber ja, Dritter ist auch okay. Ja, und es gibt natürlich einen riesen Applaus hier. Dritter Platz, Marvin Schaub, wir hören ihn nochmal. Ja, und Alvin Schaub, der Vorsitzende hier vom Verein, übergibt hier auch die Gabe. Wir kommen zu Platz 2. Sensationelle Kämpfe haben sie sich heute geliefert in der Eliteklasse. Mit der Nummer 7 hat es geschafft Samuel Willmann. Hi Samuel. Starke Leistung am heutigen Tag. Du hast den Parcours wirklich gut genommen, hast auch eine gute Linie gefunden, aber natürlich auch hier der zweite Platz. Freut dich bestimmt. Ja, extrem. Also mein erstes Jahr in der Elite und einfach geil. Merci. Ja, das erste Jahr, das heißt, du fährst mit vielen erfahrenen Fahrern in die Eliteklasse. Wie sieht das kommende Ziel von dir aus? Einfach weiterfahren und Spaß haben. Spaß haben, das ist ein ganz wichtiger Satz oder eine ganz wichtige Feststellung. Wenn man den Spaß hat, kommt der Erfolg von ganz alleine. Herzlichen Glückwunsch an dich, lieber Samuel Willmann. So, und jetzt bleibt ein Stockelplatz noch übrig, nämlich der erste Platz. Und was wollte ich sagen? Er hat den Parcours souverän beherrscht und über den ganzen Tag hinweg. Deswegen ist er auch verdient Erster geworden. Mit der Startnummer 9 ist er an den Start gegangen, Simon Waldburger. Simon,
Herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Du hast wirklich eine super Leistung gebracht. Es war eine schnelle Bahn, aber man konnte natürlich auch abkürzen und ist dann beim Start in Gefahr gewesen, dass man abgebremst wird. Das hast du souverän gemeistert. Ja, was soll ich sagen? Also ich bin ja wohl nicht mehr einer der ganz Jungen wie Sami. Und in der Regel weiß ich, was zu tun ist. Und heute hat es jetzt geklappt und das passt. War ein paar gute Runden. Ja, ein paar gute Runden. Du hast souverän das Feld immer angeführt dann und hast dann natürlich auch verdient gewonnen. Hast du dir was vorgenommen für dieses Jahr noch? Welche Wettbewerbe fahrst du noch mit und was hast du angedacht für 2019 schon? Vielleicht die Prognose? 2019 habe ich ehrlich gesagt noch nichts geplant. Ja, wir schauen, wie es läuft. Aber jetzt erst mal am Dienstag fahren wir nach Val di Sole an die Weltmeisterschaften. Und ja, das war jetzt gute Vorbereitung. Wieder ein paar Runden machen, ein bisschen Rennfeeling und so ist sehr wichtig. Die Bedingung war auch gut, also sehr rutschig und so, sehr herausfordernd. Und ja, mir gefällt es hier und das passt doch, ja. Also wenn wir einladen, würdest du wieder kommen nach Olsbach? Ja, ich war letztes Jahr da, dieses Jahr da und wenn es wieder eins gibt, dann bin ich wieder da, ja. Hervorragend. Da gibt es einen Riesenapplaus hier nochmal für Simon Waldburger. Der erste Platz hier bei der European Four Cross Series Wertung, der Gold Event Wertung in Olsbach. So, dann gibt es nochmal einen Riesenapplaus für unsere erfolgreichen Fahrer hier. Ja, und da zeigen sie nochmal, dass sie richtig Spaß haben, dass es natürlich auch nach einem Rennen Freundschaften gibt, was natürlich diesen Sport auch auszeichnet. Auf dem Feld, harter Parcours, der Wettbewerb, aber außerhalb sind das alles Freunde und so macht es auch Spaß, sich immer wieder bei den Events zu treffen. Ja, wir bedanken uns bei Ihnen zu Hause am Computer. Für den Livestream haben wir alles gegeben und wir laden Sie natürlich recht herzlich wieder ein zur 7. European Four Cross Series Wertung und da freuen wir uns wieder, wenn ihr wieder zuschaltet. Ich darf mich verabschieden, euer Rüdiger hier beim Event in Olsbach. Dankeschön. Thank you.